So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors einen Part nehme ich noch auf, dann gehe ich wieder in die Versenkung. Letztes Mal. Ja, wir machen halt diese Nebenmissionen. Was fehlt uns hier noch? Ach ja, immer noch die blauen, der blaue Exalfoss. Gut, wenn es um den blauen Exalfoss geht, ist das bestimmt eine Mission, die ich bei der ich. Bei der ich irgendwas hier in dem Bereich machen kann. Aber hier ist keine mehr. Gelb. Schade. Da ist eine gelb. Da sind keine blauen Exalfoss dabei. Wahre Stärke. Na komm, machen wir die. Einfach mal mit Link rein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Gespannt wie ein Bogen. So. Wir werden gleich sehen, was passiert oder auch nicht passiert. Ganz viele Zorngegner. Das hat mich hingehauen. Das schon eher. Also drei Gegner im Prinzip aber nur, ne? Drei Gegner. Nice. Wahrscheinlich Zornhinox, Zorn-Steinding. Weiß ich nicht. Glasirock, da stand es gerade. Zorn Glasirock und Zorn Leune. Na, zu spät. Au. Ach, da ist er ja schon. Ja, moin. Bomben, Bomben. Oh Mann, ich verpeil das immer. Oh ja, da kommt der Zornleune auch schon. Okay, alle drei gleichzeitig. Gleichzeitig ist natürlich nicht so cool. Ich hätte schon gern ein bisschen hintereinander das Ganze gehabt. Aber der ist ja gleich weg. Nice, der ist weg. Okay, Zornhinox verabschiedet sich schon mal von uns. Problem ist, Zornleune ist schon da. Oh, wir haben gelevelt, wir haben gelevelt, wir haben gerade volles A bekommen. Das ist perfekt für diese Mission. Das ist viel zu perfekt für diese Mission. Oh mein Gott. Weil ich jetzt nämlich die ganze Zeit die einfach schön stunnen kann. Das war Glück. Dann interessiert mich der Leune nämlich erstmal überhaupt nicht. Und wir machen hier schön zweimal A in den Glasirock. Und zünden dabei den Leunen aber auch schon weg. So ein Ding ist das. Sehr schön. Das hat den Kampf jetzt so viel vereinfacher gemacht. Das hat den Kampf jetzt so viel einfacher gemacht, dass ich die einfach mit A wegziehen konnte.
Und tschüss. That's it. Ja, das war simpel. Sehr schön. So. Okay. Okay. Coole Sache das. Das Level-Up kam genau richtig. Ein Herz! Und ich kann es auslösen. 5% mehr EP von Gegnern, ja. Damit. Entschuldigung. Eine großartige Sache. Sehr schön. Neuer Blutmond bei dieser Mission. Nee, das dauert mir zu lange. Da gehen wir jetzt nicht durch. Wo haben wir noch Missionen? Da haben wir noch eine Mission. Verteidige Schloss Hyrule. Oha, das klingt böse. Nehmen wir mal Zelda noch mit. Ich werde diese Kraft zum Wohle aller nutzen. Ja, das hoffe ich. Und gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Dup, 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 dup. Da-da-da-da-da. So. Ach, wir sind in Schloss Hyrule, okay. Wo ist Zelda? Ach, da drüben. Ja gut, die soll mal bleiben, wo sie ist. Aua. Nice. Aber was drücke ich denn für eine Taste, ich Doofkopf? Nice. Und weg mit dir. Ciao. Ein Münster ist zum örtlichen Vorposten. Ja, 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 ja. Bin ja gleich da. Sehr schön. So, jetzt aber wirklich weg mit dir. Zack. Hey, das hat den Vorposten gar nicht erobert. Oha. Muss ich dich besiegen für den Vorposten? Das wäre ja viel simpler gewesen. Du bist ganz schön stark dafür, dass du ein schwarzer Moblin bist.
Ciao, Kakao. Jetzt haben wir den Vorposten. Gut. Okay, Link, du gehst mal dahin und Zelda übernimmt. Ich übernehme, Link. Hab ich auch gesagt. Das sollte reichen. Zelda macht mal eben den Leunen fertig. Alles klar. Gar kein Problem für sie. Nein, keine Sorge. Gefriert. Eis. Ja. Mach es bereit. Schade, ich dachte, ich kriege einen Attackenhagel raus. Aber ich habe keinen bekommen. Ich spüre die Kraft. Hier beginnt es. Rückzug. Ach komm, was tue ich denn? So. Es ist vorbei. Leider noch nicht. Noch nicht ganz zumindest. Ach, komm schon. Ich bin ohne Kraft. Nice. So, jetzt aber. Mein Vorposten. Ich war siegreich. Gut, Link, du bist wieder dran. Link. Auch mein Vorposten. Fehlt nur noch einer. Hier bist du überall durchgelaufen, Link. Ja, du hast ja Zeug gemacht hier, ne? Lol, was denn hier passiert? Hier ist ja voll die Party. Oh, aber Zelda ist bei dem Vorposten gerade automatisch hingelaufen, ne? Sehe ich das richtig? Na komm, dann können wir auch zu ihr wechseln. Ich übernehme, Link. Ich werde Hyrule beschützen. So sieht's aus. Schön. Mit bisschen hin und her wechseln, eine relativ schnelle Mission. Cool. Oh, verrostete Waffen. Da verkaufen wir doch gleich mal einen Besen. Allerdings, okay, bei Link ist die verrostete Waffe jetzt relativ nutzlos, weil er sie nicht einsetzt, weil er ja ein Masterschwert hat. Ärgerlich eigentlich. Eigentlich ärgerlich. Trotzdem werden wir sie natürlich uns holen. Vielleicht ist es ja was Schönes zum Leveln. Ah ja.
Da sind ganz neue, viele Sachen aufgetaucht. Aber wir gehen erstmal leveln. Achso, hatte die Mission eigentlich einen Grog? Warum frage ich überhaupt? Ganz ehrlich, warum frage ich überhaupt? Königshellebarde. Ja, sieht nice aus. Wäre auch eine super coole Waffe. Aber in dem Fall ist halt nichts, was ich einsetzen könnte. Werde. Na, aber klar ist eine, wo ist sie denn da? Ist eine großartige Waffe. Alter, ich meine, 66 Angriff Startwert. Das ist sick. Das ist sick. Aber die nützt mir halt nichts. So, also nochmal in die Mission. Grog holen. Ach, Mann, ey. Na gut, was soll's. Wo könnte der denn sein? Wo könnte Mr. Groggy denn sein? Also. Ach, jetzt. Wie wechsle ich die jetzt? Oh Mann, ich sehe diese Taste nicht, ne? Ich drück doch R rauf und runter. Ach so, ich muss rauf. Ah. Ah ja, ich sehe. Ich habe eine starke Vermutung. Und zwar. Da. In diesem Gang. Da schicke ich Zelda jetzt zumindest mal hin. Ich wollte eigentlich mit Link starten, aber ist okay. Link! Wow. Und nachdem wir jetzt ja schon gelernt haben, dass wir den Wächter gar nicht besiegen müssen... Ich wollte nur kurz hier oben nochmal gucken, ob vielleicht hier der Grog auch sein könnte. Aber hier sehe ich keinen Grog. Also ach so, doch, ich muss ihn besiegen. Weil sonst taucht der Moblin nicht auf. Ich verstehe. Ja, gut, meinetwegen. Ist ja jetzt auch nicht das große Problem. Oh, nice. Und tschüss. Ach, jetzt war's der Wächter und nicht der Moblin. Ja, keine Ahnung, auch in Ordnung. Soll mir recht sein. So, Zelda, sag mal, ist da ein Grog, wo du stehst? Hier ist schon mal kein Grog. Das ist schon mal blöd. Na gut. Aua! Ja, es gibt ja leider noch mehr Gänge, wo Grog sein können. Okay. Ach, hier muss ich rein.
Alter Moblin nervt mich nicht. Hier zum Beispiel. Stabi, Krok gefunden. Okay. Dann macht's jetzt halt hier unten den Kollegen. Keine Sorge. Auch in Ordnung. Easy going. Oh, das ist noch einer, okay. So, jetzt aber weg mit dir. Ich war siegreich. So. Zelda hierhin. Und wir wechseln zu Link. Link! Hä, hey, wieso ist Link jetzt zu Zelda gelaufen? Was ist das denn für ein Quatsch? Du sollst doch hier oben sein. So, weg mit euch. Lasst den Vorposten in Ruhe. Haben uns verstanden. Vorposten in Ruhe lassen. Dann sind wir auch wieder Freunde. Jetzt ist der östliche Vorposten. Müsst ihr mich verarschen? Also dann geht Zelda halt als erstes dahin. Nee, ist es? Welcher ist jetzt der östliche? Der da, oder? Okay, ich wechsle mal zu Zelda. Ich übernehme, Link. Ein Moment. Die hat hier ein bisschen Spaß jetzt. Ich werde Hyrule. So. Das war der und jetzt Link noch hier drüben. Hä, wo? Alter, wo läufst du denn immer hin? Moin! Oh shit! Das hier ist der östliche Vorposten. Da ist die Party. Okay, Zelda, ganz schnell dahin einmal. Nicht, dass das noch knapp werden könnte. Das wäre nicht so cool. Yeah.
Ach, komm schon. Wir sind doch hier fast durch. Musst du doch jetzt nicht noch hier rumstressen. Nice. Und weg mit dir. Geht doch. Ja, der östliche Vorposten war vielleicht war der falsche, wo ich hingegangen bin. Aber es war alles noch in Ordnung. Es war alles noch in Ordnung. Und wir haben den Krog mitgenommen. Das war der einzige Grund, warum wir nochmal durch sind. Oh, Mann. Oh Mann. Ich muss wirklich gucken, bevor ich in Missionen reingehe, ob es Crocs gibt. Gerade in den letzten Missionen, hier gibt es scheinbar öfter jetzt wieder Crocs in den kleinen Missionen. Okay. Eine machen wir noch. Oh, ne, mach mal noch. Oh, guck mal, was gerade Blutmond ist. Ich habe da ein Déjà-vu. Diesmal nicht. Nicht nochmal. So. Okay. Was könnten wir tun? Hier oben ist alles erledigt. Da ist auch alles erledigt. Da ist eine Mission. Yo, die ist auch wild. Nieder mit Astor. Wir kämpfen hier nochmal gegen Astor. Okay. Auf geht's. Kämpfen wir nochmal gegen Astor. Meinetwegen, habe ich nichts dagegen. So. Ja, wo ist er denn? Ach so. Ach so, ich muss erst... Ja, okay. Verstehe schon. Erst die Phantome und dann muss ich erstmal weiterlaufen. Okay. Alles klar. Okay, da drüben sind die nächsten Phantome scheinbar. Na klar. Aber die Phantome sind halt lächerlich wie eh und je. Ich habe wieder nicht geguckt, ob es einen Krog gibt. Ich laufe jetzt mal vorsichtig hier rein. Hier sehe ich schon mal nichts. Nee, also die Map sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es da Phantome geben sollte. Ich denke nicht. Phantome, sag ich schon. Meinte Phantome.
sowas? Nee. Okay. Lol. Ich hab dich gar nicht gesehen, mein Dude. Noch einer. Haben wir es jetzt dann gleich mit euch den Nervensägen. Gut, auf zu Astor, der dort wartet, wo wir damals den Magmarok besiegt haben. Moin! Hast du eigentlich schon mal einen Pfeil ins Gesicht bekommen? Aua. Jetzt hast du. Hui. Zack. Ich spiele ja auch nicht. Ich mach dich kaputt. Nimm das. Tschüss. Es widerstrebt mir, mich sinnlos zu opfern. Ich ziehe mich lieber zurück. Lul. Was eine Aussage. So. Müssen wir wieder das Masterschwert leveln. Links Tasche ist einfach viel zu voll, ne? Schwertkäfer war dabei. Damit können wir endlich Dings machen. Hier. Den Manöverplatz. Der hat nämlich noch einen Schwertkäfer gebraucht. Und den blauen Exalfos haben wir immer noch nicht. Lul. Genau. Kompass sagt's mir auch gerade. So. Alle Achtung. Sehr schön. Gut. Ja, nun also. Dann leveln wir jetzt noch schnell das Masterschwert ein bisschen hoch. Und dann schließen wir die Aufnahme ab. Ach, guck mal, hier können die nächste Aktion machen. Wir können Sidon wählen, wir können aber auch andere wählen. Wen würde ich denn im Moment eher einsetzen? Aber ihr fehlt noch, was fehlt bei ihr denn eigentlich dafür? Ach, eine Moldora-Urkunde, Scheißdreck. Muss ich wieder Moldora besiegen, okay. Ja, dann nehmen wir halt Sidon. Wenn es sich sonst gerade keiner anbietet. Nimm mal Sidon. Überlass den nächsten Kampf einfach mir.
Drücke nach einem starken Angriff rechtzeitig, damit der Gegner dich nicht umhaut. Ja, gut, das sind so Sachen, die mache ich eh nicht bei Sidon. Oh, aber Ranel ist fertig. Ranel ist fertig. Das ist stabil. Toll! Gut gemacht! Da gibt es 20 Fische und ein Saphir-Stirnband. Toll! Fantastisch. Fantastisch. So. Wie viele Teile fehlen uns eigentlich noch? 11. Na, so viel sind es ja gar nicht mehr. Wir kommen der Sache näher. So. Jetzt hier. Los geht's. Masterschwert leveln. Einfach alles rein, was wir haben. Alter, das kostet 1800. Ja, genau. Auf sowas habe ich gebraucht. Sehr schön. Weiter leveln. Guckt euch das an, wie wenig man levelt für 1800. Das ist so insane. Es ist so insane. Zack, 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 zack. Selbst der große Effekt zeigt jetzt nicht mehr, ist kaum noch deutlich zu spüren, ne? Es ist krass. Ja gut, eigentlich könnte ich die Glückskelle jetzt auch mal wegnehmen, ne? Glückskelle und Übungsschwert, aber die bleiben einfach noch da. Die bleiben einfach noch da, weil sie es können. Weil sie es können, bleiben die noch da. Okay. Gut. Aber damit ist die Tasche erstmal wieder ein bisschen leerer. Und, ja. Holen wir uns zum Schluss nochmal Kohle. Holen wir uns zum Schluss nochmal Kohle. Warum denn nicht? Ne, warum denn nicht? Wer das nicht sehen will, kann ja ausschalten. Ich hol mir nochmal schnell Kohle. Zelda, deren Neugier auf den mysteriösen Wächter geweckt war, begab sich mit Impa. Ich würde fast mal ausprobieren, ob es nicht sogar schneller geht, die normale Mission zu spielen. Das würde ich fast gerade gern mal ausprobieren, ob es nicht schneller geht, die normale Mission zu spielen. Weil er doch in der Blutmond-Mission deutlich stärker ist, der Wächter, haben wir vorhin gesehen. Ich glaube, wenn ich einfach kurz die anderen Dinge ablaufe, geht es vielleicht schneller. Könnte ich mir vorstellen. Würde ich auf jeden Fall mal schnell ausprobieren wollen. Ah, jetzt habe ich mein Essen vergessen. Dann kriege ich nicht doppelte Rubine. Naja, zu spät. Too late. So soll es sein. Hui. Mag das, wie viele Gegner es einfach in diesen Missionen gibt, ne? In diesen Blutmut-Missionen. Wie viele da einfach unterwegs sind. Blitz müssten wir aufladen. Sollten wir irgendwo einen Blitzmarker sehen, können wir mal wieder unseren Blitz aufladen. So, und da ich eh ein bisschen Zeit habe, kann ich mich auch hier noch aufhalten. Ach komm! Alter, ich bin zu langsam. Ah, jetzt passt's. Gut. Was?
Lauft! Aua. Okay, auf geht's. Frech. Frech, wie er mich einfach anvisiert. So. Na kommt, schickt euch. Zelda, schick dich. So. Ah ja, jetzt ist plötzlich kein Blutmond mehr. Alles klar. So, jetzt auf. So soll es sein. Wo muss ich lang? Hier hoch. Wächter aktivieren, Wächter aktivieren. Das sind, glaube ich, alles nur normale Exalfos. Ich glaube, das sind keine blauen, die geben mir nichts. Was ich brauchen könnte. Ah, Blitz, 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 Blitz. Dich nehme ich schnell mit. Dich nehme ich schnell mit, weil ich es kann. Sehr schön. Die interessiert mich alle überhaupt nicht. Abflug. Zack. So, wo ist der Wächter? Wo ist der Wächter, den ich auslösen soll? Bin ich dumm? Bin ich blind? Ah, ich hätte gar nicht hier hochgemusst, ne? Der ist hier drüben. Hä, wo ist der? Bin ich hier falsch? Ist der gar nicht hier? Da ist der, lol. Wollte schon sagen, irgendwo muss der doch sein. Da freut sich die Zelda. Schön Wächter verprügeln, das macht ihr Spaß. Was? Nein! Moin! Ich hol dann die nächsten, ne? Ihr kommt hier klar? Ja, okay, cool. Ich kann jetzt Zelda steuern. Wo ist die denn gerade? Ich übernehme, Link. Oh, die ist ein bisschen näher dran. Da, dann soll sie machen. Lauf, Zelda! Lauf! Jetzt oder nie! Ja, ich bin unter Kraft! Nee, hier geht's nicht lang. Das war lost. So. Ich spüre die Kraft.
Sie schon auch. Also sie hat schon ordentlich, ne? Ordentlich Kraft bekommen, muss man schon sagen. Hätte ich nicht machen müssen, ich weiß. Ich hatte aber Bock drauf. Ich werde Hyrule beschützen. Ha! Ich war siegreich. So. Ihr interessiert mich alle nicht, die Bohne. Oh, der ist es nicht. Huch. Ach, muss ich die erst kaputt machen? Der ist es dann nämlich schon. Ich muss die aber erst kaputt machen. Ja, okay. Meinetwegen. Schön, Kakü. Ja, es ist doch der gewesen. Alles klar. Hab mich schon gewundert. Hui. So. Wächter! Willkommen! Mit dieser Macht! Keine Sorge! Lol, das ist voll durch Zelda durchgegangen. Zelda ist unbesiegbar. Confirmed. Na komm, Schnucki. Und tschüss. Ich werde Hyrule beschützen. Jetzt kann Zelda auch den Rest erledigen. Easy. Und plötzlich ist der Blutmond wieder weg in der Sequenz. So. Ja, es gibt 600, weil ich das Essen verpasst habe. Ist egal. Man hat ja auch noch die Chance auf coole Waffen. Im Sinne von, EP-Waffen, aber leider nichts dabei gewesen. Na gut. Ist in Ordnung. Dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Irgendwann, wenn ich wieder aufgenommen habe. Jetzt muss ich erstmal alles hochladen. Ich habe gerade 5 Folgen oder 4 Folgen am Stück aufgenommen. Das ist erstmal wieder eine Menge. So. Okay, zack, 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 zack. Easy. Danke fürs Zuschauen.